Ja, hallo meine lieben Geolebentiefer, so sehr schön, dass du hier wieder mit dabei bist und natürlich begrüße ich auch immer wieder die neu dazugekommenen, die gerade meinen Kanal entdeckt haben. Hier geht es um natürliche Gesundheit, hier geht es um natürliche Fitness und vor allem, was man auch machen kann. Hier wieder ganz, was ganz Praktikables und zwar hier ist es endlich soweit fertig. Nach etwas über 2 Wochen Wartezeit ist das natürliche Antibiotikum, das natürliche Meisterantibiotikum endlich mal fertig und ich werde es dann später noch abseihen und dann werden wir noch sehen, wie das Ganze zubereitet wird. Aber ihr wisst eh, alles kommt schön nach der Reihe, wie immer nach dem Intro. So, meine lieben Freunde, hier bin ich wieder, euer Geo von Geoleben TV und bewusst gesund bei Geo. Ja, schauen wir uns zuerst mal die Wirkstoffe, die da drinnen sind, an und vor allem auch die Wirkung, die eben auch damit einhergehen soll. Ich habe diese Wirkungen recherchiert. Ich möchte hier keine Behauptungen aufstellen. Nach meinem Empfinden, nach meinem Ausprobieren bin ich der Meinung, dass dieses Antibiotikum sehr wohl Sinn macht. Für mich macht es Sinn, ich nehme es auch immer wieder ein. Bakterien, Viren und Pilze, AD sage ich einfach nur. Alles andere behaupte ich nicht, sondern das, wie gesagt, ist recherchiert und kann man nachprüfen, wenn man will oder auch nicht. Mein Spruch ist sowieso, probieren geht über studieren und hier habe ich schon probiert, ist nicht das erste Meisterantibiotikum, das ich selber mache. Es ist nur für mich gerade in Zeiten wie diesen besonders wichtig, das Ganze wieder so ein bisschen unter die Leute zu bringen. Es kann sich dann ein jeder selber seinen Reim draus machen, mache ich mal, probiere ich es aus oder lasse ich es lieber bleiben, jeden sein eigener Wille. Ja, was ist jetzt drinnen? Wir haben jetzt drinnen die Zwiebel. Die Zwiebel ist optimal in der Kombination mit dem Knoblauch, aber hat auch den Wirkstoff Quercetin drinnen. Das ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der hier auch alternativ in der Krebstherapie wirken kann. Ja, wie gesagt, in der Kombination mit dem Knoblauch und dieser Knoblauch ist eben auch ein sehr, sehr starkes Antibiotikum. Er erhöht das Niveau guter Bakterien und ist eben ein starkes Antipilzmittel. Dann haben wir noch drinnen den Chili, ja, oder die Chili, wie auch immer, hat auch sehr, sehr starke antibiotische Eigenschaften und stimuliert sozusagen den Blutfluss, den Blutkreislauf. Da kann man sich gut vorstellen bei dieser Schärfe. Dann haben wir drin Ingwer, ja. Ingwer ist stark entzündungshemmend und stimuliert eben auch die Durchblutung. Dann haben wir noch Kurkuma. Kurkuma reduziert Entzündungen, blockiert eben auch die Entstehungen oder die Entstehung von Krebs, auch hier als Alternative in der Krebstherapie. Aber hier möchte ich nicht animieren. Das sind halt nur Informationen, die es diesbezüglich gibt und die bei Kurkuma eben auch bekannt sind. Kurkuma soll auch hier eben Demenz eben vorbeugen, was natürlich auch eine gute, wichtige Überlegung ist. Und dann haben wir noch Essig drinnen, ja, naturtrüben Essig in dem Fall, Apfelessig, ja, Apfelessig ist reich an Kalium, hat auch die Eigenschaft, toxische Abfälle aus dem Körper zu entfernen, ist gut fürs Herz und reguliert anscheinend auch den Blutdruck. Genau, und dann haben wir noch den Meerrettich, darf ich nicht vergessen, auch dieser hat antibakterielle Eigenschaften, vor allem auch bei Pilzen und eben Bakterien. Auch aufgrund eben auch seiner Schärfe ist er für den Blutkreislauf hier offensichtlich sehr, sehr gut und wichtig. Ja, meine lieben Freunde, das sind genau, wie viel haben wir da jetzt? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7,
Dinge, die jetzt hier mittendrin sind. Und das Ganze, wie gesagt, sollte 2 Wochen ungefähr eben so stehen bleiben. Und jetzt werden wir es einfach mal abseihen, das Ganze. Jo, und dann werden wir das einfach mal da durchseihen. Das Sieb ist jetzt, glaube ich, ziemlich klein. Oh, oh. Und so ganz... Okay, es muss aber eh nicht alles durch, weil es geht eh so auch. So, naja, und das alles, was da drinnen ist, was ich vorher so beschrieben habe, das kann man natürlich auch verkochen. Das muss man jetzt nicht wegschmeißen. Ja? So, auf jeden Fall gut durchgesiebt. Die gibt es wieder rein. Und ja, meine lieben Freunde, da haben wir jetzt ein nettes Antibiotikum. Das sind so, ja, wie viel sind es? 400 Milliliter genau. Das ist ja nicht so wenig. Und das kann man vorbeugen, sollte man, so mache ich auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, das sind knappe 400 Milliliter jetzt dieses Antibiotikums, dieses natürlichen. Und vorbeugend nehme ich es immer wieder mal so, ja, wenn ich merke, da ist eventuell was im Anflug, was relativ selten ist, ja, und dann nehme ich so 3, 4, 5 Esslöffel in den Tag verteilt. Ich mag es einfach auch, ich mag das ein bisschen, es hat seine Schärfe, ein bisschen Essig. Wie gesagt, es ist ja auch, wie gesagt, Essig bringt die toxischen Gifte aus dem Körper, also das sind ja viele Eigenschaften, die ja so generell mal gut sind für den Körper. Man kann es ja auch mal, was ich auch gemacht habe, einfach mal so 2 Wochen mal durchnehmen, wenn man das will, so vorbeugend, vor allem in der Zeit, wo man weiß, da könnte sich immer wieder mal eine Verkältung oder ähnliches anbahnen. Ja, meine lieben Freunde, in dem Sinne jetzt noch die Produktion des Ganzen sehr genau gezeigt, schaut es euch in Ruhe an. In dem Sinne, Daumen hoch, eure Meinung natürlich wie immer in die Kommentare. Schaut auch auf meine Homepage Geo6 bewusst gesund, geo6lebensmut.at. Und in dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und servus, euer Geo.